So, statt auf die Pose-Taste zu kommen, bin ich auf die Aus-Taste gekommen. Ich musste mir nämlich mal die Nase putzen. So. Das kann ich auch einmal herstellen. Wunderbar. Oh, ich will diese Musik gar nicht hinter mich lassen. Die Musik ist so schön. Okay. Genug gelitten. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich den Morgen in WoW erlebe. Weil hier ist ja jetzt immer noch so ein leichter Sonnenaufgang. Wobei der eher Ähnlichkeit hat mit dem Sonnenuntergang. Aber da es ein Sonnenaufgang sein soll, dass es ja 9 Uhr irgendwas ist. Wollen wir da jetzt mal nicht so die Rosen drücken. Hier war Songschalen. Okay, jetzt sollten wir auf jeden Fall mal zu dem McLurs zurück. Da haben wir ja jetzt auch noch ein bisschen was zu tun. Und wir kommen zurück in Goldheim. Steinhauer Eber. Und hallo Reh. Oh, diese Spinnen. Die sind furchtbar. Die sind echt einfach nur furchtbar. Hallo, junger Waldbär. Aua. Weh. Ist der wohl noch nicht im Sinn gekommen, dass das wehtun könnte? Billy. Ah, ich bin am Verhungern. Habt ihr die Pastete für mich? Lecker. Diese Pastete ist perfekt. Ich glaube, langsam kommt mein Gedächtnis wieder. Ich habe in der Nähe von der Tiefenschachtmine gespielt. Und da habe ich... Ich glaube, ich habe die Kette der alten Dame fallen gesehen. Frag mich nicht, wie die da hingekommen ist. Ich weiß nicht. Na egal, jedenfalls habe ich diesen großen Kobold gesehen, der hatte einen Goldzahn. Und der hat die Kette aufgehoben und ist in die Mine gerannt. Wenn er diesen Kobold findet, dann findet er auch die Halskette. Ehrlich, ich schwör's. Natürlich. Dann dürfen wir einmal in die Mine reinrennen. Weil das ja auch so ein tolles Erlebnis war da drin. Braucht ihr etwas? Habt ihr Tommy Lee meinen Brief überbracht? Was hat er gesagt? Ach du liebe Zeit, ich fühle mich schuldig, weil ich meine Familie täuschen muss. Aber meine Gefühle für Tommy Joe sind einfach zu stark. Ich kann sie nicht ignorieren. Ich danke euch, Eldariel. Ich werde den Schnaps trinken, sobald ich eine Möglichkeit dazu habe, um mich zu meinem Liebsten schleichen. Man sieht sich. Und wir sind Stufe 8. Ich kam vor allem gerade auf den Gedanken, oh ja, da kann ich ja jetzt gleich mal speichern.
Ja, klar, speichern in einem MMO. Genau. Ja, ich bin echt doch etwas sehr müde. Aber lässt sich leider nicht ändern. Ich will zumindest den Part hier noch fertig kriegen. Eigentlich zumindest warten. Dass ich mir das erste Beauty wieder runterladen kann. So. Was doch mal hier hin. Den locken wir auch gleich mal an. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Weiterhin Frostblitz. Okay, und da kann ich jetzt einmal kurz direkt Streams, VODs und speichern. Also die Mine sollte mittlerweile ja eigentlich kein Problem mehr darstellen. Tonung liegt hier auf eigentlich. Bleibt nur die Frage, wo Goldzahn ist. Zum Glück. Stufe 5 war. Jo, ganz easy. Okay, so das erste Video lädt jetzt auch bereits runter. Lass mal gucken. Oh Gott, das ist der 10-Stunden-Part. Hoppala. Naja, ne? Ihr kann vorkommen. Oh, Stufe 7.
Wir probieren es einfach mal in Richtung links. Wir hoffen, dass wir hier den richtigen Weg finden. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Sechs. Den anderen kann ich noch nicht sehen. Sagt immer wieder diese Frage, wo die Viecher hin sind. Vor allem, wo ist Kurzahn? Ich weiß, dass er im Retail auf jeden Fall draußen steht. Aber wo er sich hier drin befindet. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ein blassen Schimmer. Geht da also nicht. Da ist er. Gut, wir haben Goldzahn auf jeden Fall gefunden. Goldzahn ist auf Stufe 8. Natürlich. Kann ich noch nicht wirken. So. Perfekt. Soweit das irgendwie möglich sein kann. Jetzt bin ich müde. Dass man nicht angegriffen wird. Also ich denke, der Party wird höchstwahrscheinlich erst morgen kommen. Weil ich glaube, heute schaffe ich es nicht mehr, den Part fertig zu machen. Je nachdem, wie viel ich dann nachher noch aufnehme. Und wie gesagt, werde ich mich zwischendurch ja nochmal hinlegen. Kann ich noch nicht wirken. Oder vielleicht lege ich mich hier nachher auch nochmal hin und mache es. Also mache dann nochmal eine kurze Pause. Nehme nachher noch weiter auf. Ich weiß es halt echt noch nicht. Oh. Gehst
immer, dass wir hier nicht im Retail sind. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wo kommst du denn her? Sehr schön. War knapp, aber wir haben es geschafft. Aber sehr, sehr knapp würde ich meinen. Sehr, sehr knapp. Gar nicht, kam ich da oben dann hoch? Also runter kam ich. Ich weiß noch nicht, ob ich hochkomme. Das lädt immer noch auf. Ja, wir müssen auf die andere Seite. Das heißt, es wäre sogar unnötig, wenn wir jetzt hier hochgehen. Schlagen wir uns einfach weiter durch. Das Minental hier durch. Wie gesagt, ich bin jetzt auch teilweise schon am überlegen, wenn wir Witcher soweit durch haben, was ich dann als nächste Reihe mache oder ob ich halt mit den Mittwoch jetzt dafür nutze oder vielleicht das einfach tausche, dass ich den Mittwoch als Reihentag nehme und den Dienstag zum Beispiel dann halt für einzelne Spiele, also ich sag jetzt einfach mal Primal oder Tales ist zwar eine große Reihe oder ein großes Franchise, aber da bestehe ich nicht ganz so drauf, dass ich da zum Beispiel chronologisch vorgehe. Allein weil viele Teile ja einfach entweder auf Englisch sind oder halt so gar nicht zu kriegen sind. Deswegen, ja. Also weiß ich noch nicht, was ich da dann oder wie ich das dann am besten anstelle. Wie gesagt, kann dann noch sein, dass ich Life is Strange dann halt auf den Mittwoch packe. Und ja, Einzelgames dann vielleicht auf den Dienstag. Dass man da dann vielleicht auch mal Medieval oder sowas spielt. Oder dann halt auch Storygames, die halt. Wie zum Beispiel dieses andere Medieval-Spiel, was es auch auf der PlayStation 1 gegeben hat. Also ganz normal Medieval, nicht Medieval Dynasty, sondern Medieval. Schönen guten Tag. Dass man das dann zum Beispiel spielt oder so. Mal gucken. Habt ihr meine Halskette gefunden? Jo, haben wir. Oh, ihr habt es tatsächlich gefunden. Danke, danke, mein Liebe. Hier, nehmt dies. Es hat mein Mann gehört. Und er sagt immer, dass es Glück brächte, wenn er es dort doch nur auf seinem letzten Feldzug nicht vergessen hätte. Auf dann. Jo. Gut, dann mache ich hier auf jeden Fall bei Oma Stonefield einmal einen Cut. Und wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Ciao.